Ja. Ach. Herzlich willkommen zur FNord News Show 2015. Wir möchten mit einem kleinen Wort des Dankes an die Haustechnik eröffnen, die es uns hier ermöglicht, zu so später Stunde noch so lange zu machen. Vielleicht einen kleinen Applaus für die Haustechnik. Und weil wir immer sagen, wir sollen nicht so negativ sein, fangen wir mit der Zukunft an. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, die Zukunft ist jetzt. Also wir haben, kennen ja alle diesen schönen Film, ne? Back to the Future und wie sie alle heißen, die spielen ja alle so in der Jetztzeit. Und deswegen haben wir mal geguckt, was ist denn davon eigentlich schon alles passiert? So. Ja, also das Offensichtlichste sind natürlich die fliegenden Autos. Und tatsächlich kam jetzt im Dezember die Meldung rein, dass es da einen, zumindest für Test eine Zulassung gab. Also der Punkt stimmt schon mal. Dann die 3D-Filme, auch sehr ikonisch. Und auch das gibt's. Wir haben ja mal zwei Beispiele rausgesucht. Aber 3D ist kein durchschlagender Erfolg bisher. Da gab es durchaus auch Rückschläge. Aber wir haben Hoffnung. Also es geht aber voran. Also ich meine, es wird irgendwann ganz toll. Ne? Man kann in öffentlichen Plätzen rumnörden, so doll wie man will. Und das wird als völlig normal gelten. Niemand weiß, was man da gerade guckt. Ob jetzt Sharknado 3D oder man doch nur seinen Perlcode editiert. Ja, bei Fusionsreaktoren ist ja auch ein wichtiges Thema. Da gibt es tatsächlich Fortschritt. Ne? Also wir haben jetzt dieses Jahr den ersten. Der Formfaktor ist noch ein bisschen unhandlich, aber wir lassen das mal gelten. Ist halt ein bisschen kleinerer Fusionsreaktor, aber immerhin funktioniert er. Das ist ja schon mal zumindest ein bisschen. Ja, Hoverboards gibt es im Film auch und gab es auch Versuche, das nachzubauen. Die sind leider nicht durchschlagend erfolgreich gewesen. Wir haben noch mal ein Video gefunden von einem der Versuche, das abzubilden in der Realität. Moment, Moment. Also habt ihr gesehen, das war die Kombination von Drohne, 3D und dem anderen großen Trend, nämlich Selfie. Selfies sind mittlerweile wirklich ein Problem. Ne? Also immer mehr Leute werden beim Selfie-Schießen irgendwie komisch zu Tode kommen. Und beachten Sie auch die hervorragenden Übergänge, meine Damen und Herren. Der Yellowstone Nationalpark wart davor, mit Bisons Selfies zu schießen. Russland hat noch keine Anti-Selfie-Behörde gegründet, aber immerhin das Ministerium für öffentliche Sicherheit warnt vor Selfies, insbesondere mit der Russland-typischen Flora und Fauna. Aber es war auch ein Jahr wissenschaftlicher Durchbrüche. Auch bei der Demenzbehandlung. Ja, also wir haben hier ein besonders herausragendes Beispiel. Das handelt sich um ein Mitglied vom House of Lords in Großbritannien. Der ist, nachdem er seine Demenz zugegeben hat und deswegen handlungsunfähig war und seine gesamten Geschäfte an die Familie übergeben hat, ist er aber immer noch 634 Mal im Parlament aufgetaucht und hat da seine Geschäfte erledigt. Und jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, wieso er denn dann seine Demenz hat anerkennen lassen, wenn er noch so viel zu tun hat.
Und der Hintergrund ist, dass es da Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs gab und die konnten dann nicht mehr verfolgt werden. Offensichtlich hat er Zugriff auf fortgeschrittene Pharmazie. Immerhin Abstimmung im Parlament geht noch. Ne? Ob es da eine Extrapille für gibt? So? Eine Abstimmungspille? Gut, also so viel muss man jetzt im Parlament auch nicht können, ist mein persönlicher Eindruck. Ja, ist so schwer, gutes Personal zu finden. Auch ein großer Militär Fortschritt. Genau, beim Militär. Tarnbemalung ist mittlerweile so gut. Dass sie den selber nicht mehr wiederfinden. Auch in der Flugsicherheit gibt es enorme Fortschritte. Also die Bundeswehr hat ja dieses kleine Problem, dass sie gerne mit Drohnen fliegen will und aber die Luftsicherheit dagegen ist. Aber dafür haben sie jetzt tatsächlich eine Lösung gefunden. Und zwar haben sie technische Sicherungen, die verhindern, dass Drohnen über bewohntem Gebiet abstürzen können. Wahrscheinlich eine Renaissance des Siemens Lufthaken. Der schwebt dann einfach so immer darüber. Ja, damit kommen wir zu unserer ersten Standardrubrik, dem Walter-Ulbricht-Preis für demokratisch legitimiertes Baumanagement. Der Teil ist ein bisschen ernster. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, was so passiert eigentlich in der Welt. Und eines der Dinge, die wir gesehen haben, ist, dass immer mehr Mauern hochgehen, die so im Sinne von Walter Ulbricht, das hier von Banksy, die diesjährige Weihnachtskarte mit der israelischen Mauer. Und die größte Installation von so Mauern, die halt Menschen davon abhalten sollen, sich irgendwo hinzubewegen, gibt es tatsächlich in Marokko und kennt kaum jemand. Dieser marokkanische Wall ist 2700 Kilometer lang, besteht so aus mehreren Segmenten und sind so diese in die Wüste gefrästen multiplen Wallstrukturen. So, wenn ihr euch dieses Bild anseht, kommt euch vielleicht der Gedanke, hey, das müsste man noch auf Google Maps sehen können. Ja. Haben wir dann auch getan, mal gesucht und tatsächlich sind diese Strukturen so groß, dass man sie aus dem Weltraum sehen kann. Also die und die werden von 120.000 Mann bewacht mit 7 Millionen Landminen. Also das ist halt so die Dimension, die man da so haben kann. Dazu muss man wissen, wenn man so eine Grenze irgendwo hinstellen will, die hält halt Leute nur ein bisschen auf. Was man also braucht, dahinter Männer mit Maschinengewehren oder halt Landminen, die Menschen darin hindern sollen, da durchzubrechen. Und dieser Trend zieht sich eigentlich durchs ganze Jahr so. Also Estland will einen Zaun an der russischen Grenze bauen, was wir so ein bisschen merkwürdig fanden. Ne? Das ist eine Reaktion auf Aggressionen Russlands, haben sie gesagt. Und da habe ich mich gefragt, was passiert denn jetzt, wenn der Russe kommt und den Zaun sieht? Sagt er dann, hey Igor, geht heute nicht, gehen wir nach Lettland oder wie? So, heute keine Invasion, da steht ein Zaun. So, ja, Bulgarien hat diesen Zaun an der Grenze zur Türkei aufgestellt. Kenia baut sich einen Zaun Richtung Somalia. Und ich habe so ungefähr ein Dutzend Beispiele gefunden, wir haben jetzt ja nicht alle drin. Ein ganz wesentlicher Teil ist aber, Saudi-Arabien hat sich einen großen Wall bauen lassen von der europäischen Firma RDS Richtung Irak. Und der besteht im Wesentlichen so aus Computern, Sensoren und Glasfasern und solchen Dingen, die halt diesen Wall, also beziehungsweise diese Zaunstruktur da verstärken. Da denkt man so, hey, Sensoren, Computer, die haben bestimmt auch so Probleme mit Hackern, ne? Denkt man sich so. Und damit kommen wir zur Hackerapokalypse. Wir beginnen mit einem Rückblick, ne, 2010. Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können, aber die Zuverlässigkeit und Sicherheit des neuen Personalausweises steht nicht in Frage. Mittlerweile sind wir 5 Jahre weiter. 2015. Die Herangehensweise hat sich ein bisschen geändert. Und das Vokabular hat sich auch so ein bisschen erweitert. Und wie wichtig das Thema Cybersicherheit ist, ich glaube, das spricht für sich. Cybercrime definieren wir in einem engeren, in einem weiteren Sinne. In einem weiteren Sinne ist immer dann der Fall, wenn das Internet eingesetzt wird als Tatmittel. Im engeren Sinne, wenn es dann darum geht, wirklich einen digitalen Schaden anzurichten.
Cyber-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 Cy
Ja gut, Fingerabdrücke kennen wir ja nur auch schon. Zur Genüge. Hackerabwehr. So, hier müsst ihr das Kleingedruckte nicht lesen, da sind einmal alle Antiviren, Schlangen, Ölhersteller der Reihe nach aufgemacht worden. Die, die auf der Folie keinen Platz hatten, sind auf der nächsten Folie. Ja, ein weiteres Highlight dieses Jahr. Hacker, Hacken, Hacking-Team. Ein besonders schönes Highlight war diese Mail, als der CEO von Hacking Team feststellte, dass irgendwelche fiesen Leute aus den WikiLeaks-Daten rekonstruieren konnten, wo sein Mitarbeiter gerade war. Und er meinte ja, das sei eine unglaubliche Verletzung der Privatsphäre, woraufhin ein anderer Mitarbeiter darauf hinwies, dass es ja mal beim CCC erklärt worden sei. Den fand ich besonders schön. Lotto, genau. Es gab einen Fall von Lotto-Hack, wo also der Sicherheitschef der Lottogesellschaft, das in den USA das Lottosystem manipuliert hat. Und da musste ich so dran denken, hat einer von euch den aktuellen William Gibson schon gelesen, The Peripheral? Da gibt es auch sowas, da hacken dann Leute aus der Zukunft das Lotto in der Jetztzeit. Da musste ich dran denken. Weiß man das Schöne ist, dass der nur durchgekommen ist, weil es ein Sicherheitsprotokoll gab, dass alle Rechner nach dem Lottoziehen gewiped werden, damit da keine Malware sich breit macht, und das hat die Spuren vernichtet. Ja, die Banken wurden natürlich auch gehackt. 1 Milliarde! Da fiel uns nur ein Bild ein. Hier gab es ein Scharfschützengewehr, was Linux-basiert ist. Und wenn jemand Linux auf was drauf tut, kann man sich schon fast vorstellen, was dann als nächstes passieren wird. Ja, Narkosegeräte und so sonstige Medizintechnik. Ja. Das war glücklicherweise nur ein Test, aber wir haben hier auf dem Kongress auch einen Talk über einen Herzschrittmacher. Insofern sollte man da nicht zu laut drüber lachen. I'm sorry, Dave. Ja, ein Seitensprungvortrag. Also, was ich besonders lustig fand daran, war, dass im Zuge dieser Hacks von diesen Seitensprungportalen rauskam, dass die eigentlich alle groß angelegte Betrügereien sind, die im Wesentlichen nur kleine Fortschritte bei der KI gemacht haben, wo sie dann halt Bots betreiben, um Leute dafür bezahlen zu lassen, mit Bots zu reden, was ich zwar ein innovatives Geschäftsmodell finde, aber... Crowdsourcing von Turing-Tests, wenn man drüber nachdenkt, ne? Ja, ein persönliches Highlight war dieses Jahr, dass der CIA-Direktor gehackt wurde, und zwar von einem Teenager. Und zwar, weil der einen AOL-Account betrieben hat, der CIA-Direktor. Wir haben jetzt mal exklusive Screenshots davon, was dann da so zu sehen war mit dem Account des CIA-Direktors. Ein bisschen oldschool aus, das Terminal. Ja, und das war nicht nur irgendein Teenager, sondern das war ein bekennender Kiffer. Und als der dann von der Presse gefragt wurde, was er denn jetzt machen will, sagt er dann, dann geht er halt nach Russland und hängt mit Snowden ab. Moment. Das ist nicht so weit hergeholt, wie man denken würde. Ja, das Pentagon ist auch gehackt worden. Eine Unterabteilung für das Personalmanagement, was so ein bisschen unangenehm war, weil da auch so die ganzen Fingerabdrücke und Lügendetektorergebnisse und schmutzigen Geheimnisse der Geheimdienstmitarbeiter rumlagen. Und die sind offenbar auch rausgetragen worden. Und da ist natürlich die erste Frage, wer hat die Schuld? Ja, die Kiffer natürlich, ist doch klar. Was uns dann gleich zu den Sternstunden des Journalismus bringt.
Also die Meldung, dass Snowden schuld ist und dass man jetzt deswegen seine Agenten zurückziehen muss, kam von der Sunday Times, eine ehemals reputable Zeitung in London, inzwischen Teil des Murdoch-Imperiums. Und der Journalist, der das geschrieben hat, ist dann befragt worden. Just publish what we believe to be the position of the British government at the moment. Journalist, ja, kein Pressesprecher. Und es geht genau darum, um diese Ansage angeblich, seien die Snowden-Dokumente irgendwie ganz verheerend gewesen für ihre Geheimdienste. Corbyn will die Sparpolitik beenden, die Bahn wieder verstaatlichen und möglichst aus der NATO austreten. Der überzeugte Radfahrer und Vegetarier gilt nicht nur Konservativen als linker Spinner. So, dieser letzte Satz, den müsst ihr nochmal Revue passieren lassen. Ja, Vegetarier, Radfahrer gilt nicht nur, wie man es noch gleich als linker Spinner. Also das war echt eine reife Leistung. Das ZDF in neutraler Berichterstattung, wie man es so vom ZDF halt so kennt. Über ausländische Regierungschefs, ja. Potenzielle. Ja, naja, also, hoffentlich. Also da freue ich mich dann schon wirklich sehr, wenn Corbyn dann in UK mal gewinnt, wenn das ZDF dann so ein Antrittsinterview mit dem machen muss. Ja, überhaupt, der Journalismus hat ein paar Höhepunkte dieses Jahr erlebt, als sich Leute um Kopf und Kragen geredet haben. Cameron, der hat auf die Corbyn, Corbyn hat den Vorsitz der Labour Party gewonnen und Cameron ist halt Konkurrenz und hat darauf so reagiert, dass er gesagt hat, die gesamte Labour Partei sei jetzt eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Und die russische Botschaft hat angemessen reagiert. Ja, Cameron. Cameron hatte ja da so ein kleines PR-Problem, was mit irgendwie Genitalien und Schweineköpfen zu tun hatte, die er in seiner Jugend möglicherweise nicht für alle Menschen direkten Zusammenhang gebracht hat. Darauf entspann sich dann halt irgendwie insbesondere in den sozialen Medien ein unglaubliches Fest an interessanten Äußerungen zu diesem Thema. Es mussten auch einige ältere Medienberichte im Licht der neuen Entwicklung neu bewertet werden, zum Beispiel dieser hier. Also er scheint da so einen gewissen persönlichen Fetisch zu haben, glaube ich. Ja, denn in Deutschland gab es einige Sternstunden Journalismus. Das ist ein typisches Muster, was ich hier nur mal anhand eines Beispiels illustrieren will. Die Überschrift sagt, Landesregierung schaltet V-Leute ab und unten im Kleingedruckten steht ja, bis auf die wir noch brauchen. Ja, super. Dann also wobei es auch immer wieder vorkommt, dass Repräsentanten, höhere Repräsentanten auch von selber halt irgendwie ungünstige Beleuchtungssituationen wählen. Hier haben wir den Verteidigungsminister. Da können die Journalisten ausnahmsweise nichts für, die haben wir draufgehalten. Aber das ist eben die Hälfte vom Job, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und draufhalten. So, ne? Manchmal. Aber es gibt Hoffnung, es gibt bald wieder Kontrolle über die Medien, Apple News ist am Horizont und Apple ist in der Lage, das alles irgendwie wieder richtig zu machen. Die sind in der Lage zu sagen, so, diese Story erscheint erst in ein paar Tagen für alle anderen, ansonsten so lange auf Apple News. Ich glaube, da ergeben sich noch interessante Geschäftsmodelle mit der Politik. Dann gibt es auch so diese... Manchmal ist schon die Fragestellung, sagt eigentlich alles, was man wissen muss.
In diesem Fall ging es um die Frage, ob der Ukraine-Konflikt lösbar ist. Und da gab es die drei Antworten. Ja, Merkel und Hollande werden es richten. Nein, die Ukraine und Russland sind zu doof. Und C, keine Ahnung. Und das deckt ja eigentlich alles ab, oder? Die Bundesregierung führt grundsätzlich keinen Informationskrieg. Die Bundesregierung informiert. Nur zur Klarstellung. Ne, jetzt wisst ihr Bescheid. Dann gibt es auch wieder immer wieder so schöne Kombinationen, wo die Bildredaktionen der Zeitungen auf den Online-Portalen, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob die da Spaß haben oder ob denen das durchgeht, sondern also dieses Zeigefinger als Symbol des Terrors. Und auf derselben Seite gab es dann... Ich glaube ja, das sind die fiesen Hacker, wenn wir da mal nachfragen. Ja, Ryanair hatte auch so ein schönes Moment dieses Jahr, als die Story rumging. Sie würden Flüchtlinge auch ohne EU-Visum rumfliegen aus humanitären Gründen. Da gab es dann Glückwünsche aus allen Richtungen, bis rauskam, ups. Die DPA entschuldigt sich dann via Twitter, fand ich auch sehr interessant. Das war ja auch so eine Sternstunde des Journalismus, ja, also die mitten im Geheimdienstskandal, die Bild-Zeitung mit, aber damit konnten wir doch die Korruption bei der FIFA aufklären. Die, ist doch für, die NSA ist doch eigentlich für nichts anderes da eigentlich. Ne? Das sind die Guten. Die sorgen dafür, dass der Fußball wieder sauber wird, liebe Deutsche. Was könnt ihr denn dagegen haben? Ja, womit wir zum Abschnitt Realpolitik kommen. Ich finde ja diese Kollektion von Kriegsverbrechern immer noch so schön. Das war's. Ja, Joschka Fischer, ne, ist ja auch so einer von diesen Realpolitikern. Und der wurde neulich eingeholt von seiner Vergangenheit. Da wurde nämlich seine Polizeiakte gefunden. Und zwar, also völlig innovativer Weg des Leakens, in einem Koffer auf dem Gepäckfließband des Frankfurter Flughafens. Ja, hat einfach jemand da hingelegt, so, ne? Das so. Und so Akten irgendwo deponieren, wo sie gefunden werden können, ist offensichtlich gerade Trendsport. Trendsport so, ne? Also auch aus dem NSU-Prozess wurden Akten auf dem Bürgersteig gefunden. Da haben der Besitzer hat sich noch nicht gemeldet, finde ich so ein Highlight hier. Ja! Aber wir wissen ja, wie das so ist, so NSU-Terror, schwierig, ne? Da haben sie dann lieber einen Experten geschickt, um zu gucken, was wirklich drin ist. Ja, Realpolitik ist natürlich immer... Moment! Immer eine Frage von, was so das Personal so hergibt. Ne? Der meinte, er hätte nicht mitgekriegt, dass er irgendwie ein Laubwäldchen entzündet hat. Da waren dann 22 Feuerwehrleute, die den Brand irgendwie mit relativ großem Aufwand gelöscht haben. Oh, das wird bestimmt teuer, denkt ihr euch jetzt vielleicht? Er hat dann 35 Euro Verwarnungsgeld bekommen. Und zwar nicht, weil er fahrlässig gezündet hat, sondern weil er seine Gartenabfälle an einem Feiertag verbrannt hat. Weil manchmal wissen die ja noch nicht so richtig, wie das sowas geht so auf der internationalen Bühne. Ne? Da muss man sie an die Hand nehmen. Überhaupt war, so Juncker war auch dieses Jahr... Ein Quell der Freude. Ein Quell der Freude. Ne? So, also man ist sicher doch, gibt da so universelle Symbolik so für diese Handlungen. Also ich frage mich ja immer, wie die auf solche Ideen kommen. Ich habe mich schon früher gefragt, so bei DDR, wenn dann so Brezhnev und Honecker knutschen mussten irgendwie. Und ich dachte mir so, naja, so... Weißt du, stehen die da drauf oder so? Aber gut, jedem sein Fetisch, ist vollkommen okay. Auch sehr interessant sind natürlich immer so die Politikerbilder im Rahmen der Krim-Krise. Also links haben wir den Präsidenten der Ukraine, rechts haben wir Putin und den Präsidenten von Weißrussland. Er wirkt so ein bisschen unentspannt. Ich weiß nicht, so hat er irgendwie Sorge, ob da von hinten was kommt oder so? Das war nicht so genau. Und während nach außen hin nicht gesagt werden konnte, ob die Verhandlungen jetzt gut oder nicht gut laufen, gab es dann dieses Bild, was es eigentlich relativ klar gemacht hat. Ja, Putin hat es nicht so leicht gehabt dieses Jahr.
Also, das steht nicht so auf Monarchie offenbar. Keiner mag ihn. Und manchmal ist auf Auslandsbesuchen ist auch ein bisschen hart so. Also, zu Hause, ne, haben Leute versucht, auf etwas magischen Wege halt irgendwie sich Nachfolge zu verschaffen, indem sie versucht haben, Lenin wieder zu beleben. Früher war alles besser. Also, ich meine, da muss man sich überlegen, so einen kommunistischen Führer mit heiligem Wasser wieder zu beleben. Ist wahrscheinlich so ein fortgeschrittener Zombie-Glaube oder so. Ja, ihr kennt ja die russische Nationalhymne, ne? So ist so in der Klasse Nationalhymnen schon eher so Referenzklasse, was so Pathos angeht und so. Und so eine Nationalhymne wird ja bei Sportereignissen gespielt oder wenn ein Staatschef aus einem anderen Land zu Besuch kommt. Und manchmal ist die örtliche Kapelle nicht vollständig und da muss gut man dann genug aber geschult. Gute Miene zum bösen Spiel machen. Achtet mal auf Putins Gesichtszüge. Also ich glaube, ich würde mich als Kapellmeister dieser ägyptischen Militärkapelle ein bisschen unsicher fühlen. So. Aber für die Völkerverständigung muss man da halt schon mal durch dann. Was uns zum Thema... Symbolbild. Internationaler Terrorismus bringt. Die habt ihr sicherlich auch alle gesehen, also ich fand die so echt humoristisch wertvoll. So man raucht halt also für Terrorcamps, insbesondere diese Dame. Sehr schön fand ich diese Meldung, dass die ISIS und die Taliban jetzt den Dschihad gegeneinander eröffnet haben. Dann war halt auch diese Meldung zu den Recruiting-Strategien. Die werden immer perfider, diese Terroristen, das genau. Ist furchtbar. Mit Internet-Memes, ja. Und wenn das nicht hilft, dann nehmen Sie Katzen und Nutella. Qualitätsfernsehen, sage ich da nur. CNN. Was uns zur Infrastrukturapokalypse bringt. Das war eine besonders ergiebige Kategorie, deswegen werden wir da jetzt mal relativ schnell durchscrollen. Es ging mit einem wichtigen Zusammenbruch los, der erst durch die Presse ging, als Merkel kollabiert. Und dann hieß es, nee, war gar nicht Merkel, ist so der Stuhl, der umgefallen ist. Was einen wunderschönen Kommentar irgendwo im Internet gab, das muss wohl ein SPD-Stuhl gewesen sein. Ja. Aber wir wissen eigentlich, wer es war, nicht wahr? Ja, ich habe hier mal ein paar Bilder zusammengetragen von einstürzenden Neubauten, insbesondere so Schul- und Sporthallen. Ganz furchtbar. Unten das Kleingedruckte, falls ihr das nicht lesen könnt. Da steht, was sollen wir denn sonst machen? Hier sterben? Fragezeichen. Ja, das kommt wahrscheinlich. Und die Bilder sind schon durchaus ernüchternd, wenn man da mal rumklickt, wie das aussieht in deutschen Schulen. Ja, und dann warum ist das denn so? Eine Frage, die sich stellt an der Stelle. Die Kausalitätskette ist eher eindeutig. Einer der Gründe ist, Qualifikation wird total überbewertet. Wir erinnern uns, 2014 kam raus, dass der BEA-Planer eigentlich kein qualifizierter Gebäudeplaner war, sondern nur technischer Zeichner. Nah genug. Ja, so zumindest konnte er die technischen Zeichnungen vielleicht lesen. Dann kam raus, die Brandschutzexperten waren keine Brandschutzexperten. Dieses Jahr?
Und dann stellte sich raus, die Brandschutzwände sind keine Brandschutzwände. Wie konnte das passieren? Ist eher so eine Faschingsveranstaltung da, so Attrappen irgendwie. Ja, in Großbritannien geht man da ganz neue Wege, insbesondere bei der Flugsicherheit, weil deren System crasht halt dauernd und man arbeitet halt hart daran, aber die machen jetzt Internet da rein. Ne? Damit wird irgendwie alles ganz Nicht jetzt, in den kommenden fünf Jahren. Machen wir dann internetbasierte Systeme, denn was kann da schon schiefgehen? Und die sind dann wesentlich belastbarer als das, was wir heute haben. Das finde ich so ein bisschen beunruhigend, die Durchsage. In Belgien fällt dann schon mal der Strom aus für den Luftraum, also für die Luftraumüberwachung. Belgien haben wir nachher nochmal eine Runde, ganz viel. Aber also ich finde, so als Land ist es schon so ein bisschen... Ja, es gab eine ganze Serie von Luftsicherheitsproblemen. Genau, Paris. Paris musste runterfahren und hatte eine sehr innovative Erklärung dafür. Genau. Da fühlt man sich doch gleich viel sicherer, ne? So, wenn man mit Windows 3.1 fliegt. So gelegentlich verliert auch irgendwie mal so ein Airbus so Kleinteile, die dann auf irgendeinem Golfplatz landen. So bröselt alles vor sich hin. Immerhin ist Infrastrukturapokalypse mittlerweile in der Tagesschau angekommen. Also es gibt eine ganze Tagesschau-Serie dazu. Auch international berichten die Medien langsam. Genau, Infrastruktur wird ein Thema. In die Zukunft blickend, Philips. Die Sachen, die nicht von alleine kaputt gehen, die machen wir dann kaputt. Genau. Und zwar mit Firmware-Updates. In diesem Fall hat Philips halt ein Firmware-Update für sein U-genanntes Glühbirnen-Dimming-System rausgebracht, was dann plötzlich dazu führte, dass nur noch Philips-Glühbirnen damit funktionieren und alle anderen, die dem Standard folgen sollten, irgendwie nicht mehr. Firmware-Updates sind halt... Also die müsst ihr euch mal in Ruhe angucken. Ja, der links ist ein Auto, was sagt, fahren Sie mal rechts ran, ich muss mal die Firmware updaten. Rechts oben sehen wir eine Uhr, die nicht mehr geht, weil die Firmware geupdatet werden muss. Und dann zeigt sie so lange die Uhrzeit natürlich nicht an, warum auch. Nicht nur Uhren haben Probleme mit Firmware. Die Berliner Polizei hat da auch mal was zu optimieren versucht. Und daraufhin, es sollte Strom gespart werden, das war ein voller Erfolg. Warte mal. Denn danach gingen Blaulicht, Martinshorn und Funkgeräte nicht mehr und das spart ja deutlich Strom. Ja. Also bei der Infrastrukturapokalypse kann man natürlich auch noch ein bisschen größer dimensionieren. Also so die Chinesen machen ja alles ein bisschen größer, unter anderem auch ihre Katastrophen. So, das war irgendwie eine, bis heute noch nicht so ganz klar, woran es jetzt gelegen hat, offenbar irgendwelche falsch ausgezeichneten Ladepapiere, die zu dieser Aber Explosion, es war durchaus beeindruckend, wie viel danach kaputt war. Im Hafen führten, das war dann so der Krater, der da übrig blieb. Ja. Kommen wir zur Bahn, apropos. Ja, die Bahn ist ja nun ein langjähriger Freund des Hauses. Großkundenrabatt. Dieses Jahr gab es da auch wieder einiges. Also besonders schön fand ich dieses, mit Hitze kommt die Bahn immer irgendwie noch nicht klar. So. Also im Sommer wird es warm in Deutschland, wer hätte das gedacht? Und im Winter kalt. Völlig unerwartet. Also außer diesem Winter. Ich glaube, bei der Bahn haben sie jeden Tag irgendwie so einen Gebetskreis, der dafür betet, dass es nicht friert. Es gab ja so einen Witz aus der DDR, ist mir mal zugetragen worden. Die Bahn habe nur vier Feinde. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aktueller denn je. Haben wir die eigentlich drinne? Die? Nee, haben wir nicht drinne. Da gab es diesen Fall, wo... die Klos kaputt waren und sie dann eine Durchsage gemacht haben am Bahnhof. Ja, wir halten jetzt hier ein bisschen länger, unsere Klos sind leider kaputt. Gehen Sie doch die Klos im Zug gegenüber auf der anderen Bahnstelle benutzen. Ja, da gab es leider keine Bilder zu und keine Presseberichte. Das Deswegen war haben wir nicht reingenommen. Aber nun ja. Gut. Ja, spontane Baumaßnahmen gibt es auch bei der Bahn häufiger in letzter Zeit. Hier in Hamburg. Also, da muss man auch mal selber mithelfen und ausbessern, ja, wenn da ein Loch ist. Also man beachte die fachmännische Ausführungsweise, offensichtlich kein Bahnpersonal.
Ja, denkt man sich, okay, gut, dann fährt man halt Bus, ne? Dann, oder irgendwelche anderen Verkehrsmittel, da kommen dann halt sowas zustande, so Straßenbahnen, die da festschmelzen oder Autobahnen, die sich so aufwellen, jetzt auch kein großes Vergnügen. Aber so bei Schlaglöchern denkt man sich, muss es doch mittlerweile mal so Technologieinnovationen geben. Ne? Also muss man doch mal, diese Schlaglöcher muss man doch irgendwie anders wegkriegen, als mit aufpickeln und herdraufkippen. Vor allem mal langfristiger, denn wenn man da ein bisschen Asphalt reinkippt und dann ist im nächsten Winter wieder offen. Ne? Da muss man was finden, um das mal innovativ anzugehen, das Problem. Man muss outside the box, muss man da mal denken. Stellt sich raus, in den USA sind sie schon weiter. Die beten nämlich Schlaglöcher weg. Die Argumentation ist bestechend, ja. Na, also wenn Moses es geschafft hat, das Meer zu teilen, dann werden wieder wohl so ein paar kleine Schlaglöcher zugebetet bekommen. Ja, nicht nur Fortbewegungsmittel leiden unter der Hitze, auch Fernsehstudios haben da ihre Not. Arte und NTV waren dies Jahr betroffen und offenbar in Arten, die man nicht auf Hacker schieben konnte. Ja, in Berliner Bankautomaten wurde das Geld knapp, das lag an einem Streik in diesem Fall. Apropos Geld, ne, also auch sogar die Bankster-Infrastruktur war betroffen. Was ja schon ein schlechtes Zeichen ist. Ne? Ja, so schlimm ist schon. Bringt uns zu den Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieses Mal haben wir bei den Nachrichten aus der Wirtschaft ein kleines Special. Ihr kennt es ja immer so bei so irgendwie so Olympiaden und so gibt es ja immer so ein Gastland oder so, ne, also bei Messen so. Und dieses Mal haben wir Saudi-Arabien. Und zwar Saudi-Arabien kauft ein. So. Nee, kaufen sich jetzt ein paar Terroristen und dann kaufen sie ganz viele Rüstungsgüter. Also in dem Fall. Also das waren jetzt keine Schusswaffen, aber nahe so sowas wie irgendwie Nachtsichtgeräte und Schießsimulationssoftware und so. Aber auch neue Bomben haben sie gekauft. Denn die alten haben sie über Jemen verbraucht. Ganz frische Bomben. Panzer, ne? Deutschland. Diesmal aus Deutschland, Achtung. Ja. Deutschland ist ja Spezialfall bei Rüstungsexporten. Also Panzer? Und ja. Ja, das geht ja gar nicht, dass wir Panzer an Saudi-Arabien liefern. Deswegen. Die Panzer dürfen nicht militärisch eingesetzt werden. Ich glaube, das funktioniert wie mit der NSA. Die haben uns das schriftlich zugesagt, dann glauben wir das, ne? So, wie wär's denn mit Patrouillenbooten? Ja? 15 deutsche Patrouillenboote an Saudi-Arabien. Moment, Saudi-Arabien? Na gut. Wollen sie auch was abhaben, kann man verstehen. Ne? Also ist, ja auch, so, ist ja auch in Ordnung. Ja. Staatstrojaner haben sich auch gekauft. Hubschrauberträger, ne? Ihr erinnert euch dann dunkel an diese Hubschrauberträger, die irgendwie die Franzosen für Russland gebaut hatten und dann nicht ausliefern durften. Jetzt haben die Saudis die für Ägypten gekauft, weil ja, geht schon. Ein paar Moscheen haben sie auch gekauft. Die Mitgliedschaft im UNO-Menschenrechtsrat haben sie auch gekauft. Also, die war auffallend billig. Ja, $100,000 ist eigentlich nicht so viel, würde man denken, oder? Ja, vielleicht haben die bei der UNO nicht so viel Geld, ich weiß nicht. Na, das ging ja an die Briten. Gut, so. Die sind auch ziemlich pleite. Ja. Naja. Aber immerhin haben sie Humor, ne? Also sie haben dann halt, also Katar, China und Saudi-Arabien haben freie und faire Wahlen in Syrien verlangt. Das finde ich schon irgendwie interessant. Und ja, 2 Tonnen Speed kann man auch mal brauchen. So knapp über der eigenen Bedarfsgrenze. So. Also so. Kann man irgendwie verstehen, ja. Ist halt so. Noch ein paar Kriegsschiffe. Diesmal aus den USA. Und noch ein paar Düsenjäger aus Großbritannien. Also das Interessante bei diesen Meldungen ist, dass da jeweils im Kleingedruckten steht, dies ist der größte Rüstungsexport-Deal, den wir je hatten in Dollarland. Irgendwie. Also die USA der größte, hier UK größte, Kanada haben wir glaube ich auch gleich noch, oder war das schon? Ja, Kanada. Ja genau, Kanada. Also so viel Waffen hat noch keiner gekauft. Frankreich, größter Deal aller Zeiten. Und so ähnlich wie der Herr da links, guckten auch die Leute, die
in der Koalition der Willigen von Saudi-Arabien, die sich neulich zusammengekauft haben, um gegen Terrorismus im Irak vorzugehen, die wussten irgendwie nicht davon, dass sie jetzt plötzlich in der Koalition der Willigen Teilnehmer sind, haben davon irgendwie aus den Medien erfahren und guckten dann halt auch so ein bisschen sparsam diesbezüglich. Wie, Moment, wo sind wir Mitglied? Ja, naja, jedenfalls ist es halt so, mit so einem Land ist es dann halt so wie mit so einem Girokonto. Ne? Also am Ende des Jahres stehen sie jetzt, glaube ich, mit 90 Milliarden Miesen da. Kommt die Kreditkartenrechnung. Ja, da kommt die Kreditkartenrechnung, nicht so schön. Aber wir wissen ja, so Miese sind kein Problem. Ne? Also die Griechenland-Krise war ja auch ein voller Erfolg, hat ja auch ganz super funktioniert. Der Aufschwung brummt, ne? Also auch die Arbeitslosenzahlen sind völlig überschaubar. Es geht voran. Kleiner Kommafehler, kann mal vorkommen. Aber wenn man sich so fragt, so, wieso haben wir denn so viele Arbeitslose, muss man sich nur mal die Jobanzeigen angucken. Ne? Also, so. Aber gut, sie tun, was sie können mit den Jobanzeigen und richten sich an immer breitere Bevölkerungsgruppen. Genau, so ein Job im Staatsdienst ist immer gut, da kann man irgendwie was machen. Und auch in der Nuklearindustrie gibt es immer noch interessante Arbeitsplätze, was uns zum Anatoly Bogorski Award für angewandte Nuklearsicherheit bringt. Nur zur Erinnerung, Anatoly Bogorski war der einzige bekannte Mensch, der es geschafft hat, seinen Kopf in den Strahl eines Partikelaccelerators, also eines Teilchenbeschleunigers zu halten und es zu überleben, nachdem es dieser Award benannt. So, wir fangen mit der Schweiz an. Das AKW in Mühleberg, die hatten so ein paar Querisprobleme. Die haben wir letztes Jahr schon im Programm gehabt mit den Bohrungen für die, was war das, die Feuerlöscher. Feuerlöscher. Mhm. Also jetzt sind ein paar Risse gefunden worden, aber es ist nicht so schlimm, denn die sind ja relativ klein, das sagen eigentlich alle AKW-Betreiber. Wenn die nicht größer als 32 cm sind, dann muss man sich keine Sorgen machen. Es muss ja auch nur noch ein paar Jahre halten. Und da haben sich dann spontan die Betreiberfirmen entschieden, doch lieber Fernwartung zu machen. Also kann ich irgendwie nachvollziehen. Ne? Also wenn ich da arbeiten müsste, wäre ich auch ein schwerer Fan von Fernwartung. So 400, 500 Kilometer scheint mir irgendwie eine angemessene Größenordnung für Fernwartung zu sein bei so einem AKW. Vielleicht so 10 Kilometer für jeden Zentimeter Risslänge oder sowas in der Größenklasse. Ja, auch Belgien hat so gewisse Probleme mit Rissen in den Atomkraftwerken gehabt. Da kam dann im Laufe des Jahres raus, dass es deutlich mehr Risse als bisher bekannt gab. Bisher bekannt waren 10.000, was ich ja schon beunruhigend finde. Jetzt kam raus, es sind eher 16.000, aber es sind ganz kleine Risse, da muss man sich keine Sorgen machen. So Mikrorisse, ne? Also genau, Mikrorisse. So. Die sehen dann ungefähr so aus. Das oben drüber sind Zentimeter, nicht Millimeter. Auch in Deutschland gab es kleinere Unregelmäßigkeiten bei Kernkraftwerken. Ja, ein kotender Vogel. Das war bisher ein einmaliger Fall. Das Kleingedruckte, da ist, sowas hat es bei uns noch nicht gegeben. Und die hatten auch so ein bisschen so eine Pechserie, ne? Sozusagen ein paar Tage vorher war ihnen ein Brennelement auseinandergebrochen und da meinen sie, es gab es auch noch nie. Aber der Gewinner des Awards ist ganz klar die japanische Atomsicherheitsbehörde. Die haben an 80% der Messstationen zu geringe Werte angegeben. Und da fragt man sich, wie kommt denn das? Ja, also nicht nur ein bisschen zu wenig, sondern so die Hälfte bis zu zwei Drittel. Ja, also schon erstaunlich. Ne? Wie kommt denn das, fragt ihr euch jetzt vielleicht, naja, so eine Messstation, die muss ja unabhängig vom Stromnetz funktionieren, da macht man also Akkus ran. Und woraus macht man Akkus? Na, Bleiakkus natürlich, ist doch und klar. Und die packt man um den Sensor drumherum. Also besonders schön finde ich den Begriff Konstruktionsfehler. Ne? Bedauerliches Missverständnis. So, irgendwas muss da... Ups. Um den Messsensor herum, ja, also nicht irgendwie daneben am Boden, um den Sensor herum sind die Bleiakkus. Mhm.
So, ja, auch eine altbekannte Kategorie bei uns, immer wieder schön. Gab es dieses Jahr nicht so viele Beispiele, aber die paar, die wir haben, sind ganz nett. Ja, Axel Springer. Das ist ein älteres Zitat, 1966. Ne, großer deutscher als Vergleichswert. Verleger, ne? Merkt euch das Zitat mal so. Also er sagt halt irgendwie Dinge darüber, wie die Welt aussieht und was die Bild-Zeitung für eine Rolle hat. Ne? Also die Dummheit. Ein Instrument des Guten. Dummheit, Vorurteile und Furcht in der Welt zu bekämpfen. Die jetzigen Besitzer des Verlages haben dann eine etwas prosaischere Ansicht dazu. Die sagen nämlich, ihr Kerngeschäft ist die Vermarktung von Werbung und die journalistischen Inhalte dienen nur dazu, um Aufmerksamkeit für diese werblichen Inhalte zu erreichen. Das war ein Zitat aus dem, in dem Verfahren, wo es die Bild-Zeitung versucht hat, gegen die Adblocker vorzugehen. Ja. Hier haben wir ein Bild aus der Blattkritik. Bei der Bild-Zeitung. Von denen getwittert, ja, also nicht irgendwie jetzt Photoshop, von denen getwittert. Rechts ist groß der Ausschnitt von links. Und wenn ihr schon mal bei der Bild wart, ja, wo ist denn da die Werbung? Nanu? Also offensichtlich geht ihnen ihr eigener Kram zu sehr. Also Adblocker sind böse, wenn ihr die benutzt, ja, aber wenn wir die benutzen, ist was anderes, ist auch klar. Ja, auch noch aus der Rubrik Zensor pinkeln war. Hier in der Washington Post, ja, ne, die Verschwörungstheoretiker hatten recht, es geht eigentlich doch immer ums Überkriegen. Ne, also die wesentlichen Punkte sind, wenn es Krieg gibt, hat das Land meistens große Ölreserven. Es gibt halt irgendwie Leute, die dahin wollen und Ölbedarf haben. Also klarer Fall. Intervene ist auch ein schönes Wort an der Stelle, nicht Aggressor. Genau, und das bringt uns dann zum Lame Excuse Award, da geht es auch um Öl. Genau, weil der stellvertretende CIA-Direktor sagt, nee, also wir haben dieses ISIS nicht angegriffen, weil die Umwelt. So, die Bilder unten sind aus einem Dokumentarfilm über die brennenden Ölquellen im Irak, als die Amerikaner das noch anders gesehen haben mit dem Umweltschutz und Ölquellen. Ah, vielleicht kann man es ja als Lernen interpretieren. Ja. Das hier ist ein Bild, seht ihr da rechts diesen Turm, diesen weißen, das war das Radom auf der britischen Botschaft, wo deren Abhörantennen drunter waren. Mutmaßlich. Ja, vermutlich, genau. und die, also ich habe da auch ein paar Fotos von gemacht und die wurden ja dann gefragt, also die britische Botschaft wurde von der deutschen Regierung gefragt, warum habt ihr... Sag mal, was ist denn das da rechts, dieses Weiße? Warum habt ihr das denn da so, was soll denn das... Aber es steht doch aus künstlerischen Gründen. Ja, hier sehen wir im Bild das Kanzleramt und es ging um die Frage, dass der BND gesagt hat, er habe das Kanzleramt informiert über wichtige Schritte und das Kanzleramt sagte, wir wissen von nichts und dann haben sie den gefragt, ja wie, aber wir sehen hier, Sie sind der Empfänger gewesen und dann meint er, wie, hier ist keine Post angekommen, wir wissen von nichts. Da bleibt eigentlich nur eine Schlussfolgerung übrig. Tja, die Post. Dann gab es hier noch einen Basketball-Zweitligisten, der gesagt hat, am Abstieg in der Tabelle war Windows Update schuld, weil sie hätten auf irgendwas innerhalb von 10 Sekunden reagieren müssen und ihr Windows ist eingefroren, weil der gerade Updates gemacht hat. Ja, dann ist rausgekommen, dass es da doch noch eine größere Anzahl von Fotos gibt innerhalb von irgendwelchen Tresoren der US-Regierung, wo es um Folterungen und Folterszenen aus dem Irak und Pakistan und Afghanistan geht und die wollte dann mal einen Richter einsehen, beziehungsweise hat jemand geklagt, der wollte die einsehen und daraufhin hat die US-Regierung erklärt, dass die Bedrohung durch die Veröffentlichung dieser Bilder, also nationale Sicherheit sei gefährdet, weil die Terroristen diese Bilder ja benutzen könnten, um andere Terroristen zu werben und deswegen können wir die jetzt nicht zeigen. Ja, dann gab es noch einen argentinischen Staatsanwalt, der umgebracht wurde. Und naja, also warum wurde er umgebracht? Hatte sicherlich nichts damit zu tun, dass er die argentinische Präsidentin festnehmen wollte, die offensichtlich da einiges zu vertuschen hatte. Und die kam dann mit der Verteidigung, dass dieser Mord offensichtlich von der Opposition eingefädelt worden sei, damit es so aussieht, als würde sie Leute umbringen lassen. Okay.
Ja, ja, also wir wissen ja inzwischen, wenn Herr Beckedahl in seinem Blog Sachen blockt, dann handelt es sich um möglichen Landesverrat und da muss ermittelt werden. Aber was ist denn jetzt, wenn der Herr Maaßen Geheimnisse vom Verfassungsschutz, also seiner eigenen Behörde, an die Presse steckt? Und die Antwort war, das war kein Landesverrat, es war nur missverständliche Formulierungen, denen man proaktiv entgegentreten wollte. Und im Übrigen habe er nur auf eine Mitteilung, auf einen Bericht im Spiegel reagiert mit einer Mitteilung an die Presse. Das ist was ganz anderes, wie ihr klar sehen könnt. Okay, hier gab es ein Verfahren in den USA mit fetten Durchsuchungen und ganz vielen Rechnern ausgetragen gegen JP Morgan Chase wegen wieder irgendeinem Milliardenskandal. Die Banks haben wieder irgendwas beschissen und da kam dann die Aussage vom Management, man habe immer in gutem Glauben gehandelt. Und diese Formulierung kam mir irgendwie bekannt vor. Die Bundesregierung informiert das Parlament immer nach bestem Wissen und Gewissen. Immer nach bestem Wissen und Gewissen, nach bestem Wissen und Gewissen. Immer nach bestem Wissen und Gewissen. Nach bestem Wissen und Gewissen, nach bestem Wissen und Gewissen. Nach bestem Wissen und Gewissen, nach bestem Wissen und Gewissen. Grundsätzlich nach bestem Wissen und Gewissen. Nach bestem Wissen und Gewissen, so wie sich das gehört. Nach bestem Wissen und Gewissen, nach bestem Wissen und Gewissen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Der hat das Memo zu spät gekriegt. Also wir erfüllen ja offensichtlich international übliche Standards an der Stelle. So, jetzt kommen wir zu einer Neuerung in der Show. Wir haben uns gedacht, wir müssen hier mal ein bisschen interaktiver werden, damit uns die Leute nicht einschlafen im Publikum. Genau, also deswegen spielen wir mit euch jetzt Terror-Bingo. Packt mal alle eure Endgeräte aus. Wer noch Saft im Akku hat... Da ist die URL als QR-Code. Ihr könnt die URL auch per Hand eingeben. So, lautstellen. Sind wir soweit? Mann! Geht alles von eurer Zeit ab. Dann heißt es wieder, wir überziehen immer, ja? Windows Update, genau. Funktioniert? Du scrollst, ja. Machen weiter. Scrollt? Du scrollst, ja. Also wenn es nicht geht, liegt es an euch, bei uns scrollt. Na gut, die URL ist jetzt auch nicht so schwer zu merken, ne? Nordkongress CCCD. Wir fangen jetzt mal an. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht, ist halt ein Gimmick. Weiter. Okay, die Regeln sind einfach. Ihr seht die Begriffe im Bingo. Und immer wenn ihr sie seht, drückt da drauf. Und wer als erster ein Bingo hat, wird es dann von seinem Telefon mitgeteilt bekommen. Okay, es geht los. Das Motto ist, alle Jahre wieder. Wir haben festgestellt, dass all diese ganzen Terroranschläge, die Berichterstattung danach und was da so passiert, so gewisse Wiederholungsmuster aufweist, die uns an täglich grüßt das Murmeltier, den kennt ihr vielleicht noch, diesen Film erinnert. Wir fangen an im Januar in Paris. Anschlag auf Charlie Hebdo. Stellte sich raus, diese Attentäter, die wurden doch schon seit längerem überwacht. Also wenn jetzt schon einer Bingo hat, bescheißt er, ja? Die CSU ruft nach Vorratsdatenspeicherung. Vorjahr 2012. Zum Vergleich, die CSU war nicht immer auf derselben Linie, wenn es um Mohammed-Karikaturen geht. Im Jahr 2012 haben sie noch gesagt, sowas muss man aushalten, sowas sei Gotteslästerung und da müsste man gegen vorgehen. Und es ging interessanterweise auch um Charlie Hebdo 2012. Aber 2015 ist es natürlich skandalös, wenn irgendwelche Leute an was auszusetzen haben an Mohammed-Karikaturen. So, hier ein besonders schöner, schöne Schere zwischen zwei Absätzen im selben Text. Unsere Kanzlerin hat uns gesagt, jede Ausgrenzung, jeder Generalverdacht verbietet sich. Die allermeisten Muslime in Deutschland sind rechtschaffene, verfassungstreue Bürger. Bisschen weiter unten im Kleingedruckten sagt sie dann, als konkrete Konsequenz aus den Anschlägen müssen wir jetzt die Vorratsdatenspeicherung einführen. Also Generalverdacht schlecht, Vorratsdatenspeicherung gut.
einen, den wir immer wieder haben, den Ausweis am Tatort vergessen. Der Killer auf der Flucht. Na, hat schon jemand ein Bingo? Nein. Gut. Verdächtige leider alle tot, können nicht mehr befragt werden. Auch immer wieder sehr beliebt. Und ja, sowas ist auch eine schöne PR-Gelegenheit, wenn irgendwo eine Katastrophe ist und alle Aufmerksamkeit sich darauf fokussiert. Und das haben dieses Jahr viele Leute ausgenutzt, um zu sagen, wir sind ja schon immer für freie Meinungsäußerung und gegen Zensur gewesen und Terrorismus ist böse, unter anderem Herr Zuckerberg von Facebook. Und zwei Wochen später hat er dann Mohammed-Cartoons wegzensiert bei Facebook. Da muss man immer so ein bisschen, man braucht ein Gespür für Timing an der Stelle. Eine andere tolle PR-Gelegenheit war auch schön in der Presse, aber dann mussten wir jetzt nochmal bringen, die Regierungschefs, die sich da breitbandig hingestellt haben. Hey, und mal wieder ein Aufruf zur Vorratsdatenspeicherung. Immer noch keiner. Immer noch kein Bingo? Was ist denn los hier? Du hast ein Bingo, der Erste. Nach also dem Bingo ist vor dem Bingo, das reloadet sich dann, geht es wieder von vorne los. Genau, also nach dem Anschlag ist vor dem Anschlag, deswegen geht das Bingo dann halt einfach immer weiter. Ja, Oettinger, die Vorratsdatenspeicherung. Oettinger haben wir besonders deswegen reingenommen, weil bei dem eigentlich lange Zeit nicht klar war, ob er überhaupt weiß, was sein Internet ist. Aber jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin, alles gut. Er sei jeden Tag online, sagt er. Ne? Und der steht dem Internet positiv gegenüber. Das finde ich auch. Also bis auf die Terroristen natürlich. Ja, der nächste Anschlag, Februar Kopenhagen, ging es auch wieder um Mohammed-Karikaturen. Die Täter waren mal wieder der Polizei bekannt vorher. Bingo. Sehr gut. Die Tatwaffe stammte aus Armeebeständen, also auch wieder staatliche Involvierung an der Stelle. Sehr gut. Und leider sind die Verdächtigen alle tot, wir können die nicht mehr befragen. Der Tathergang war mal wieder total glaubwürdig, nämlich haben sie den Taxifahrer gefunden, mit dem der nach Hause gefahren ist und der Taxifahrer konnte ihnen sagen, wo der wohnt. Macht mal eure Telefone ruhig laut, wenn ihr Bingo habt, dann hören wir das nämlich. Eigentlich müsst ihr dann Sound spielen, aber naja, wer weiß. Diese Webtechnologien sind noch nicht ausgereift. Ja, aber wieder die Vorratsdatenspeicherung haben wir lange nicht mehr gehabt. So, im März war Moskau dran und wer jetzt dachte, oh, das Terrornarrativ geht jetzt in Russland los, nö. Kein Terroranschlag, weil war ja kein westliches Opfer. Oh. Ja, Oberursel war besonders ergiebig, da gab es nämlich einen klassischen Anfängerfehler, auf den wir gleich kommen werden. Der Anschlag konnte in letzter Sekunde verhindert werden. Der Beschuldigte hatte bekannte Kontakte in die terroristische Szene, unter anderem Al-Qaida in Maghreb und stand im Austausch mit Mitgliedern von der islamistischen Dschihad-Union. Auch hier war die Herleitung total glaubwürdig, nämlich eine Verkäuferin im Baumarkt hat beobachtet, wie die gefährliche Substanzen kaufen. Weiter. So, wer jetzt denkt, oh, jetzt kommt die Sicherheitsrufe, nein. Wie kommt denn das? CSU fordert nicht die Vorratsdatenspeicherung. Sie mussten nicht mehr. Ja, das war durch mit der Vorratsdatenspeicherung an der Stelle, jedenfalls aus Sicht der Politiker. Nicht alle haben das Memo gekriegt. Nicht alle haben das Memo gekriegt, aber auf Axel Springer als Verlass in solchen Stellen sind eingesprungen. Jawohl, sehr gut. Die SPD ist natürlich umgefallen, wie immer. Das Schöne ist der dritte Absatz. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Hätten wir das bereits zum Zeitpunkt der ersten NSU-Morde gehabt, hätten wir weitere vermutlich verhindern können. Okay. So, jetzt ist die Vorratsdatenspeicherung unter Dach und Fach. Da schwenkt dann mal das Narrativ um. Ab jetzt sind die Syrer und Flüchtlinge. So, wir brauchen trotzdem mehr Sicherheit natürlich, aber jetzt eine andere Art von Sicherheit. Wir brauchen jetzt fähige Nachrichtendienste.
Und es gab Killerspiele. So, das Beeindruckende ist, dass diesmal nicht Counter-Strike, sondern Splinter Cell genannt wird. Und in Splinter Cell spielt man überhaupt nicht die Terroristen, da spielt man den Amerikaner, der die Touristen alle abballert. Das passte so ein bisschen nicht ins Narrativ. Aber gut, Details, Details. So, und hier ist der Anfängerfehler. Sie haben die Terroristen nicht erschossen. Und dann passieren so unangenehme Sachen, wie dass Ermittlungen stattfinden und dass man zu einem Gerichtsverfahren kommt und dass die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht nachweisen kann, dass sich um Terroranschlag und Versuchten gehandelt hat. Könnte auch sein, dass sie einfach Schimmel beseitigen wollten. Und dann musste aus Mangel von Beweisen freigesprochen werden. Moment, denkt ihr euch jetzt vielleicht, wenn die jetzt aus dem Ausland kommen, dann können wir doch die Grenzen zumachen. So, und das erste Beispiel in dem Kontext, was ich gefunden habe, war Schlepperverhaftungen von Taxifahrern aus Salzburg, die Passagiere nach Bayern gebracht haben. Die Bayern haben die nach der Grenze abgegriffen. Wir sehen hier oben rechts im Bild ein Taxi aus Salzburg. Und jetzt sehen wir, wie so andere Schlepperfahrzeuge üblicherweise aussehen. Wie ihr schon seht, eine hohe Verwechslungsgefahr ist hier durchaus gegeben. Ja, das haben wir eigentlich nur reingenommen wegen dem letzten Satz. Den lese ich mal vor, weil der so schön ist. Der Terrorplaner schoss sich dem bisherigen Ermittlungsstand nach nämlich versehentlich selbst in den Fuß und musste vom Rettungsdienst verarztet werden. Ja, das ist immer doof, wenn die Terroristen auch nicht mehr können als der Verfassungsschutz. So, hier haben wir einen, den habe ich eigentlich nur reingenommen wegen der nächsten Folie. Da kam dann nämlich raus, ja, die sind schon längst von den Sicherheitsdiensten überwacht worden. Genau. Sehr gut. So, hier haben wir jetzt ein paar, einen etwas anderen Terroranschlag in Frankreich. Da ging es nämlich um nur einen Toten und das war, der wurde enthauptet. Bingo. Und natürlich waren die Täter in den Geheimdiensten wegen der islamistischen Radikalisierung bekannt. Und wir haben es mit Salafisten zu tun. Bingo. Die waren seit 2006 auf der Terrorliste waren und dann wieder runtergenommen wurden. So, das ist eigentlich ein toller Anlass, um mal so richtig mehr Sicherheit zu fordern, aber es fand irgendwie nicht statt. Warum denn diesmal nicht? Weil die Franzosen schon am Anschlag waren. Die haben einfach 2 Wochen vorher so ein Ultra... Geheimdienst und Polizei dürfen einmal alles machen, Gesetz gehabt, da gab es nichts mehr, was man dann auch hätte fordern können. Die Schublade war leer. Aber in der Türkei ging noch was. Ne, auch hier Verbindungen zu bekannten Attentätern, vom Geheimdienst bewaffnet. Verdächtige leider alle tot. Aber diese Ausweise sind ja stabil und solide, ja, was die alles überleben. Also man sollte, glaube ich, aus diesen Ausweisen so mal so schusssichere Westen machen. Aus dem Material sollte man die Blackboxen machen, ne? Ja, genau. Interessanterweise gab es diesmal keine unglaubwürdige Herleitung, sondern gar keine Herleitung. Das waren einfach die Täter, das wissen wir, Punkt. Wir haben sie verhaftet oder sie sind halt tot. Und natürlich trotzdem mehr Sicherheit, ist ja klar. So, wir sind noch nicht ganz durch. Der letzte auf der Liste jetzt, der kürzlich in Paris im November. Und das Zitat oben kommt von einer Angehörigen von einem der Opfer. Das fand ich sehr prägnant. Der Mann war in der Datenbank von jedem einzelnen Land in Europa. Aber er hat rumreisen können wie ein Tourist, der zum Club Med in den Urlaub fährt. Ja, wo lernt so jemand schießen, fragt man sich an der Stelle, wie sich rausstellt im Schützenverein der Polizei. Leider sind die Verdächtigen auch in diesem Fall alle tot und können nicht mehr befragt werden. Das neue Modell Antiterrorpolizei Europa. Aber der Pass überlebt, ist ja klar. Auch ja. In diesem Fall, Vorratsdatenspeicherung geht immer, also bei der Polizeigewerkschaft sind die Memos noch nicht angekommen. Bekannt geben. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Nee, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. So, aber das war jetzt ein so großer Anschlag, da konnte man auch ein bisschen tiefer in die Schublade greifen und mal gucken, was man eigentlich schon immer mal so richtig haben wollte oder verbieten wollte. Und da war bei den US-Diensten völlig klar, die verschlüsseln bestimmt alle die fiesen Terroristen. Ja, alles. Sehr gut. War bestimmt verschlüsselt. Ja, so, nächster Punkt. Also diese Verschlüsselung hindert uns an der Strafverfolgung. Wir müssen da Einblick haben. Im Übrigen hat natürlich Snowden Schuld, wer auch sonst. Privacy geht eigentlich auch nicht. Privacy ist eigentlich auch Schuld. Das ist also ganz klar. Also insbesondere die Privacy Advocates, also Leute, die sich für Privacy einsetzen. Leider lief das diesmal nicht so gut mit dem Narrativ, weil die Nerds genug Zeit hatten, da mal Fact-Checking zu betreiben. Und da kam dann raus, erstens waren es keine Flüchtlinge, zweitens haben die alle EU-Pässe gehabt. Und manche lebt noch. Die eine Selbstmordattentäterin ist gefunden worden. Und das mit der Verschlüsselung stellt sich auch als Ente raus. Tja, und Frankreich hat seit Jahren die Vorratszahlen sprechen. Sie hat nur leider nicht geholfen. So, das wer von euch hatte denn alles Bingo? Hände hoch. Und ihr könnt es weiterspielen. Ne, also beim nächsten Anschlag, ihr kennt es ja. Einfach die App laufen lassen. Genau. Verlinkst du dann nochmal bei dir im Blog, ne? Ja, ich tue das dann nochmal irgendwo. Genau. Damit kommen wir zum letzten Block, dem traditionellen Balls of Steel Award. Da hatten wir auch dieses Jahr eine echt große Menge an Kandidaten und Kandidatinnen. Der ist so gut befüllt, dass wir die Putin-Kapelle mit der falschen Nationalhymne vorgezogen haben. Weil eigentlich hätte dieser Kapellmeister, ja, der wäre schon ein harter Kandidat gewesen. Also wir hatten noch überlegt, ob wir ihn zweimal reinnehmen, aber wir dachten uns, vielleicht ersparen wir euch das lieber. Gut, fangen wir mal an. Da war dieser junge Herr, der auf einem Südstaaten-Konföderierten-Meeting auf der anderen Seite des Zauns sich hinstellte und die Südstaaten-Fahne verbrannt hat. Moment. Achtet auf die beiden Herren links im Bild. Also die können leider eure, wir haben nicht so viel Zeit für nochmal, tut uns leid. Die beiden Jungs können eure Hilfe brauchen, die wurden verurteilt in Nürnberg zu Geldstrafen. Also wenn ihr eine Mark übrig habt. Aber ich denke mal, das war es wert, oder? Genau. Also sehr schön finde ich auch dieses Detail, dass offensichtlich da noch was anderes war und es dann runterklappte. Ne? Also es ist halt schon, ich mag das ja, wenn Menschen mitdenken. Dieser Künstler hat das FSB-Hauptquartier in Moskau. Wir sind uns sicher, dass er ein faires Verfahren bekommen hat. Rechtsstaatlich geradezu.
Auch jemand in Russland, der über viele Jahre hinweg tatsächlich ein Gulag-Museum betrieben hat, ist fast noch mutiger als die FSB-Zentrale anzuzünden, jetzt aber zumachen musste, weil das irgendwie gar nicht mehr ging. Dann gab es ein paar Aktivisten, die in Schweden bei so einer Security-Konferenz so ein paar WLAN-Access-Points hingestellt haben und den Traffic mitgesnifft haben. Und wer freut sich nicht über offenes WLAN, oder? Das ist nur mal so. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch, im Physikunterricht hat das immer irgendwie nicht so richtig funktioniert mit diesen Papierschnipseln, ne? Wenn man dann die so an den Ballon heften sollte. Aber jetzt wissen wir, wo es prima funktioniert. Ja? Ich finde das so eine super Idee. Dann war diese Frau. Das ist echt ein Highlight. Also man stelle sich die Geschichte so vor, der Mann wird verhaftet, in Handschellen getan, hinten ins Polizeiauto gesteckt. Und dann kommt seine Frau an und klaut nicht nur das Auto mit dem Mann drin, sondern gibt es nachher zurück, inklusive der Handschellen. Und die Gewinnerin dieses Jahr ist diese unbekannte junge Dame, die in Aleppo ein Jisoo Charlie-Schild in die Luft gehalten hat. Die ist die diesjährige Gewinnerin unseres Boards of Steel Awards. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und